Damit es nicht heißt, ich kann nur Fleisch, gibt es heute das hier. Smoked Sweet Potato. Und wenn ihr wissen wollt, wie die gemacht werden, dann bleibt dran. Die Zutaten für dieses Rezept sind denkbar einfach. Zwei Süßkartoffeln, eine Frühlingszwiebel, etwas Petersilie, Schnittlauch, Thymian, Rosmarin, etwas Olivenöl, Salz, Bacon und etwas Sour Cream. Bevor die Süßkartoffeln dann ihren Weg auf den Grill finden, bei 160 bis 180 Grad, werden sie mit Olivenöl eingerieben und dann gut gesalzen. Während meine Kohlen durchglühen, habe ich mir entschieden, den Bacon ein wenig anzuknuspern. Sobald mein Grill dann die gewünschte Gartemperatur von 160 bis 180 Grad erreicht hat, kommen die beiden Süßkartoffeln in den indirekten Bereich und können da mal für anderthalb Stunden ungefähr gar ziehen. Jetzt kann ich die Süßkartoffeln kreuzförmig einschneiden und anschließend mit Bacon füllen. Ich habe gerade gemerkt, ich habe euch eine Zutat vorenthalten, und zwar den Käse, mit dem ich die Süßkartoffeln noch überbacke. Das dauert ungefähr so 10 bis 15 Minuten, dann ist der schön kross. Sind die Süßkartoffeln soweit, um vom Grill genommen zu werden. Ich breche die Käseschicht ein wenig auf, gebe etwas Sour Cream darüber, Salz, Pfeffer, ein bisschen Schnittlauch und Petersilie und Frühlingszwiebeln. Und dann sind sie fertig zum Essen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, einen guten Appetit. Falls euch mein Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Falls ihr noch keine Abonnenten meines Kanals seid, würde ich mich über ein Abo freuen. Ansonsten bis dahin, ciao, euer Bernd.